Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Balva Session Blog. Das Mal geht es um Instrument Knowledge, und zwar um Posaunen. Posaunen kennen wir bei uns vor allem aus der Blasmusik. Aber auch im Jazz und im Funk spielt sie eine bedeutende Rolle. Was wäre zum Beispiel der Sound von Earth, Wind & Fire, Tower of Power, Cool & The Gang oder der James Brown ohne die markanten Bläsersätze? Auch an der Balva Session haben wir schon ganz tolle Posaunisten kennenlernen. Nicht zuletzt, vor 6 Jahren, der Trombone Shorty. Er hat gezeigt, was für eine grandiose Virtuosität man aus diesem Instrument herausholen kann. Wir wollen jetzt herausfinden, was so faszinierend ist an dieser Posaune. Dabei können wir einen Fachmann befragen, der das Instrument selber spielt. Er ist ein grosser Musikliebhaber und er hat eine grosse Affinität zur Balva Session. Es ist der Michael Müller, der CEO von der Balvas Versicherungs AG. Michael Müller, herzlich willkommen im Backline-Blog von der Balva Session. Wir sind hier im Club von der Balva Session. Die Balva ist ja seit vielen Jahren der Presenting-Sponsor von dem Festival. Wie ist es dazu gekommen und was verbindet Balva mit Musik? Ja, wir engagieren uns ja schon seit über 20 Jahren in der Musik mit der Balva Session, wo wir hier sind, als Presenting-Sponsor. Dann auch schweizweit mit einer eigenen Konzertreihe. Und auch natürlich während der Pandemie mit den Streaming-Konzerten, die wir hatten. Also für uns ist das ein Engagement, das seit vielen Jahren da ist, weil es so ein bisschen darum geht, auch die lokale Musikszene zu fördern. Oder wie unser Kernsatz so ein bisschen sagt, zusammengefasst wie Musik. Du bist ein grosser Musikfan, Musikliebhaber, das haben wir auch im Stream schon erleben. Und du spielst ja sogar selber ein Instrument, nämlich die Posaune. Wie ist es dazu gekommen? Ja, also eigentlich habe ich Klarinette gespielt. Ich spiele heute manchmal noch Klarinette, aber es ist so, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Und irgendwann, mit 15, habe ich dann gedacht, ich wäre noch gerne in dem Musikverein, der da war. Und die hatten kein Holzinstrument. Das heisst, es ist mir nichts anderes übrig geblieben, als entweder mit meiner Klarinette in die nächsten Dörfer zu gehen oder umzulehren. Und ich habe mich dann entschieden, umzulehren. Und dann habe ich Posaune gelernt. Was fasziniert dich an der Posaune? Mir fasziniert eigentlich, dass man sehr viel machen kann, dass in sehr vielen unterschiedlichen Musikstilen vorkommt. Damals, als ich angefangen habe, noch etwas jünger war, hat mich auch fasziniert, dass man auch sehr dominant spielen kann mit einer Posaune, also auch sehr laut spielen kann. Und ich finde es auch heute noch etwas von Spezielles, dass man halt Töne auch sehr individuell kann bestimmen mit dem Zug, oder? Und auch Glissando sehr schön machen kann. Das ist etwas, was mich immer fasziniert hat. Du hast sogar deine Posaune mitgenommen. Ja. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären anhand vom Instrument, wie das funktioniert? Wie funktioniert so eine Posaune? Ja, ist eigentlich ganz ein einfaches Instrument. Wie die meisten Blasinstrumente gibt es ein Mundstück, wo man mit den Lippen eigentlich den Ton macht. Dann das Spezifika von der Posaune eben. Es hat einen Zug, wo man mit ziehen die verschiedenen Töne dann auch macht. Also die Höhe der Töne kann mitbestimmen, wie natürlich mit den Lippen auch. Und es hat einen Becher, wo der Ton dann auch rauskommt. Also eigentlich ziemlich ein einfaches Instrument von der Logik her. Und man tut mit dem Zug dann auch so die Höhe mitbestimmen. Was mich schwierig dunkt, wie weißt du anhand vom Zug, der hat ja keine Mesur drauf, wo der Ton ist? Ja, also wenn man das anfängt, muss man das halt hören. Man muss hören, wie es tönt. Das ist eine Frage auf dem Gehör. Mit der Zeit hat man natürlich die Positionen so ein bisschen auch im Griff finden. Also man weiß ungefähr, wo es ist. Ja. Aber es gibt eigentlich so wie 7 Positionen, die man hat, und die tut man dann auch so einstellen. Aber man muss gut hören auch, sonst stimmt es nicht. Ja. Ja. Kannst du mal einen Ton spielen? Ja, kann ich gerne machen. Tönt wie ein Ferrari. Ja, genau. Ja, also so die Töne vom vorbeifahrenden Auto. Ja, genau. Kriegt man ran, genau. Sehr gut. Wo spielst du meistens Posaune? Ja, also ich habe früher sehr viel gespielt. Heute spiele ich vor allem eben noch dort, wo ich aufgewachsen bin. Also es hat sich gelohnt, habe ich Posaune dann umgestellt. Ich bin immer noch in diesem Verein auch dabei. Dort spiele ich mit, heute meistens Klarinetten allerdings, weil in der Zwischenzeit haben sie Holzinstrumente und die fehlen natürlich ein bisschen, weil man spät umgestellt hat. Und etwa mal auch in anderen Formationen an, wo man dann nur Posaune in einem Ensemble, wo wir nur Posaune zusammen sind, oder auch in Ad-Hoc-Besetzungen. Wir haben dich ja mal begleiten an so einer Probe und schauen mal vielleicht kurz rein, wie das aussieht. Ja, gerne. Ja.
Posaune ist auch im Jazz ein ganz wichtiges Instrument. Spielst du auch Jazz oder Funk vielleicht sogar? Heute nicht mehr so. Ich habe lange Zeit in einer Big Band gespielt. Als ich jung war, bin vor allem mit Big Band eingetreten. Das ist auch ein Musikstil, der mich noch fasziniert hat, weil man auch eine grosse Breite hat und Posaune natürlich dort eine sehr eine wichtige Rolle einnimmt. Ja. Auch in der Balwas-Session haben wir mal einen ganz berühmten Posaunist, einen ganz jungen, der Trombone Shorty, gehört zu der Weltklasse der Posaunisten. Ich nehme an, den hast du sicher auch gesehen. Ich habe leider damals nicht live gesehen, aber ich habe nachher dann natürlich angeschaut, das ist klar. Ja. Wollen wir geschwind rein? Ja, gern, ja. Da hört man wahnsinnig gut das Sliding auch und auch, aber wie akzentuiert man da Sachen spielen? Ja, also ist natürlich wahnsinnig, was er aus dem Instrument rausholt, oder? Mit der Präzision und auch mit der Dynamik, hat das natürlich in Perfektion im Griff. Ja, das ist so. Und holt auch mit dem Glissando alles raus, ja, das ist schon Wahnsinn. Ja. Ja, dass dein Posaunerherz höher schlägt, wenn du so etwas hörst? Ja, absolut. Nein, absolut. Ich meine, das ist fantastisch, auch von der Technik her. Ja, fantastisch, ja. Was er macht, auf einem absoluten Spitzenniveau. Ja. In der Umgangssprache hat Posaune ja auch Einzug gehalten und man sagt ja, dass jemand etwas rausposaunt, wenn er etwas ganz lautstark kundtut. Aber du sagst eben, die Posaune kann auch leise gespielt werden. Hast du das Gefühl, dass vielleicht in dieser Welt man auch lernen muss, dass man Posaune leiser spielen kann? Es geht auch um die feinen Töne, das glaube ich schon. Und es hat eine Serie auch eine Möglichkeit, mit den feinen Tönen auch etwas auszumachen, absolut. Ja. Wir sind da, wie gesagt, an der Balwas-Session. Ganz ein tolles Jahr gehabt. Ja. Findest du, dass Balwas-Session mehr Posaunen einsetzen sollte? Ja. Also, ich höre gerne Posaunen an der Balwas-Session. Ich habe ja dieses Jahr mehrmals die Möglichkeit gehabt, wenn auch nicht als Lead-Instrument, aber es hat es mir mal gegeben. Aber ja, ich halte es da eher mit dem Sprichwort «Schuss, so bleib bei deinen Leisten» und überlasse das gerne den Spezialistinnen und Spezialisten, wer soll spielen da, ja. Du bist ja CEO von der Balwas Schweiz. Hat die Geschäftswelt etwas mit Musik gemeinsam? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es gibt einiges, was gemeinsam ist. Also so aufeinander hören, was wichtig ist in der Musik, ist auch in der Geschäftswelt sehr wichtig. Zusammen etwas gestalten, das gut ineinander greift und zu etwas Gesamtem wird, ist auch etwas, was in der Geschäftswelt enorm wichtig ist. Also deshalb, ich glaube schon, es hat sehr viele Parallelen zwischen der Musikwelt und der Geschäftswelt. Und in dem Sinne gilt auch in der Geschäftswelt wie in Musik. Danke vielmals, Michael, für das tolle Gespräch und alles Gute mit der Balwas und mit der Posaune. Merci vielmals, danke Zene. Das war ein Abstecher in der schillernden Welt der Posaune. Im nächsten Balwas Session Blog geht es um ein ganz anderes Instrument, das aber eine tragende Rolle spielt in der Rockmusik, im Soul und im R&B, die Hammond-Orgel. Dabei lernen wir auch eine illustre Figur aus der Schweizer Musikszene kennen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei.